Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hunipap, Hunipabu, Hunechi. Ich habe dieses Lied seit dem ersten Mal im Kopf, ich musste das jetzt einfach irgendwann mal loswerden. Falls ihr es nicht kennt, ich glaube das Original heißt, wie heißt nochmal das Original? Honeypie, oder? Nee, oder? Lollipop, genau, so heißt es. Okay, ist vollkommen egal. Willkommen heute zur zweiten Folge, weil mir das Spiel aktuell einfach wahnsinnig Spaß macht. Wir werden erstmal ein bisschen mit Audrey trinken und reden und dann werden wir heute mit Jesse hoffentlich hier das letzte Date vollenden. Das ist echt schwer inzwischen geworden. Gut, ich würde sagen, hast du hier irgendwas Geiles? Ja, wir können uns was leisten plus ein paar Drinks. Sake. Hold on. I'm gonna pound this. Nice. How'd you get your hands on this? Und 138 Huni ist, glaube ich, ganz gut. Wir checken nochmal ganz kurz bei ihr das Profile. Das war Belrose College Nightclub. Okay. Question for you. So, what's your go-to position? Okay. I like to... Wie soll man das jetzt hier herausfinden, bitte? Hier bei von dem Junkfood Fruit. Okay, sie mag Junkfood und Früchte, okay. Favorite Drink, Total Narcotics. Okay. I give it from behind, I'm a pretty big fan of Oral. Good old fashion. Okay, das vielleicht nicht, aber eins von den beiden. I think you and I are going to get along just fine. Alter, what the fuck? This be good for a laugh. What's my last name? Ah, Belrose. Ha 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 ha, Belrose. What did you do? Write it down? Es ist in meinem magischen Handy von hier, wie hieß sie nochmal, Kyo. So, here's a question. What are you supposed to do when you're bored? Get fucked up on drugs, duh. Yeah, but then what? I'm still bored. Okay, gut, dann würde ich sagen, Jesse, das war nur ein kurzes Intermezzo, jetzt werden wir schauen, dass wir hier richtig gut was machen, das Date muss ein Erfolg werden. Hi, so good to see you. So, und zwar, erstmal reden wir natürlich mit ihr, Winter Orange, okay, gut. Wir wollten das schauen. Sehr gut. Bitte. Ach, scheiße, ich kann mir ja nichts leisten. Das tut weh. Aber das kann ich mir leisten. Na, doch kann ich mir. Sexuality. Wir haben hier noch nicht den Bonus gehabt. Deswegen ist es mit ihr immer so schwer. Oh. Is there anything else you'd like to know about me? Oh, was wissen wir noch nicht? Das wissen wir. Das wissen wir, glaube ich, noch nicht. Das wissen wir also. I was born on the 27th of January. Okay, also Ende January. Gut, sicherheitshalber. Hey, damit wissen wir von ihr jetzt alles. Oh no. You're in trouble now. Okay. Time quiz. This question is so easy. Where is my regular hangout? Like, duh. In der Bar. In der Bar, gell? Oh, baby, you did remember. Sehr gut. Und Daytime. Sure, baby. Where are you taking me? No, wait. Surprise me. Ich bin hier immer derjenige, der überrascht wird von den Locations. Farmers Market. Oh, am Farmers Market mit dem Outfit. Achso, ich dachte schon. Do they have any fast food joints around here? Ich dachte schon, wir haben... Sie hat jetzt dieses... eine komische... coole Outfit, also coole Outfit und Anführungszeichen. Okay, Glocke können wir leider aktuell nicht. Das mag sie ja nicht so besonders, aber Sexuality haben wir... Ah doch, können wir. Können wir. Das hier mag sie ja nicht so besonders, aber das gibt Bonus. Talent. Yay. Sie mag Talent, definitiv. Das mag sie nicht so, aber... Was will man tun? Okay, jetzt können wir hier den hier machen. Das gibt doppelt gemoppelt. Das hier ist nicht doppelt gemoppelt. Man muss eigentlich inzwischen immer doppelt moppeln. So, Sexuality und Ding. Das haben wir noch vom letzten Mal ausgerüstet. Viel Sentiment. I love this. Sehr sentimental alles.
Mit dem können wir leider nichts anfangen aktuell. Macht aber nichts. Jetzt schon. Ah, doch, und jetzt hier Sexuality. Yay. Nice. Ah, hier wäre ein geiler... Wobei, nee, wir... Na, doch, wir können. Das bereitet hier was vor. Dadurch haben wir das jetzt als Möglichkeit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier... Das ist alles nicht so toll. Das hier macht nichts Gescheites. Oh, das hier macht... Ja. Das ist gut. Das weniger. Das kann ich nicht so machen, dass das gleichzeitig ist. Das hier ist auch nicht so gut. Das macht die zumindest zusammen. Ich weiß nicht, ob mir das aktuell irgendwas bringt. Ich glaube nicht, aber für die Zukunft. Wir haben aktuell nicht so viele, vor allen Dingen nicht so viele gefährliche Broken Hearts. Das bringt leider nichts. Das bringt auch nichts. Nicht, ne? Wobei Flirtation ist bei ihr nicht so schlecht, also... das ist gut. Nicht ganz so gut, wie ich mir erhofft habe, aber... Okay. Ja. Das hier, aber das bringt mir halt im Endeffekt wirklich jetzt nichts. Zumindest hier Talent ist einigermaßen gut. Hier kann ich nicht mal eine Vierer-Reihe draus machen. Hier kann ich den hier leider nicht einfügen. Okay, das schaut schon wieder nicht so... Oh, doch. Oh, doch. Okay, wie machen wir das jetzt? Machen den hier. Und jetzt... Ah, scheiße. Moment, das ist jetzt noch beschissener als gerade. Doch, jetzt machen wir den hier. Und jetzt machen wir den hier. Und jetzt machen wir den hier noch. Okay, wir haben nicht mehr viele Moves. Das muss ich jetzt beachten. Deswegen... I love this. Freut mich. Da können wir, wenn wir jetzt hier irgendwas Geiles machen, viel Sentiment abräumen. Nicht so viel, wie ich gehofft habe, aber... wobei doch, wenn das hier runter... Ach, fällt zu tief, scheiße. Oh doch, das ist super. Das war gerade wirklich ein guter Move. Oh, wir haben gerade relativ gut alles. Move all broken hearts. Nee, 6. Okay, wir können uns die beiden definitiv leisten. Aber das hier ist aktuell nicht gut. Deswegen müssen wir noch mal ein bisschen eigenständig denken. Das hier bringt nichts Doppeltes. Das hier bringt auch nichts Doppeltes. Hier, das hier. Ja, doch, das bringt das doppelt. Das hier bringt... Scheiße, ich dachte, das fällt jetzt da runter. Das ist aber sehr gut. Doch, jetzt den hier. Wir haben... Jetzt müssen wir nämlich die Glocken tatsächlich selber counten. Wir können den hier machen. Sehr gut. Den hier machen. Sehr gut. Das hier bereitet eventuell einen Vierer vor, aber das hier bereitet, glaube ich... Nee, das bereitet noch beschissener vor. Nee, das ist scheiße eigentlich. Das hier geht das nämlich auseinander. Das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, besser. Okay, das ist gerade wirklich Luck. Luck hoch 10. Okay, wenn wir hier jetzt irgendwie geilen Scheiß, wenn wir hier irgendwas reinkriegen, wäre das ultra nice. Yay. 4 Moves to spare! Na, wie gut kann man sein, bitte? Und 2201. I get used to this kind of treatment. Moon ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wenn man nur clever spielt und ein bisschen Luck hat, also so viel Luck hat, dann ist das schon nicht schlecht. Let's play a fun game. It's called Make Jesse Happy. What's my last name? Ja, I mean, das wissen you have wir. To at least remember that. Ja, weil du die Tochter hast. Ja. Ja, wär gut vor allen Dingen.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt überall zweite Dates gehabt und jetzt gehen wir in die normale, mehr oder weniger Runde für dritte Dates. Oh, I'll miss you. Und erstmal mit Kia. Wir haben jetzt nur nichts freigeschaltet an Outfits und so, also ich hätte das Playboy-Outfit gern vorangeschaltet. Hey, dude, what's up? Oh, Message from Jesse. Das kann ja nur hier Diktatur. Wie heißen es hier? Zensier, Stift und Papier liegen bereit. Ich bin so aufgeregt. Ich habe I just got signed to do a solo video for a pretty popular site, okay? They saw my banana set and had to have me. Ich glaube, sie werden zum ersten Mal gebraucht, die Zensiersachen. Ich glaube nicht, dass ich das zensieren muss. Oh, hier sind die ganzen... Hier können wir alle sehen. Oh, wir können jetzt hier alle einsehen. Aber warum sind hier unten so viele noch frei? Keine Ahnung. Aber okay, das war das erste wirklich, wo ich sagen muss, das grenzt jetzt schon wirklich hart am Expliziten. Traits, wir wollen noch ein bisschen weniger Malus und das können wir uns nicht mehr leisten, egal. Kettlebell, Unique, können wir uns knapp nicht leisten, aber macht nichts. Dann Babys und Bell Peppers. Und ein Present. Und das ist gut, weil the next Broken Heart Token Match will count as Passion Token Match instead. Das ist richtig gut für einen Anfang eigentlich, oder? Dann könnten wir eigentlich Remove All Broken Hearts, wobei das ist 5. Dann brauchen wir den hier nicht mehr. Das ist ja eigentlich nur der Upgrade von den Plüschbären, oder? Talent ist bei ihr hier allerdings wichtig. Das hier, ich glaube, wir haben hier ein Special-Teil und dann hier die Broken Heart-Sachen und dann hier die Dinger. Hier, das sind alles Broken Heart-Negiere, das sind Moves und das hier ist so die eine Sache. Wobei das hier ein... Wobei, nee, Consume, genau, nee, dann machen wir das so und so. Genau. There's a guy who understands me. Sehr gut, dann reden wir nochmal kurz vor dem dritten Date. Wir wissen ja inzwischen alles über dich, aber wir brauchen den Huni. Deliro, okay, hoffen wir. I've got an idea. I'm gonna quiz you. It'll be fun. You remember my last name, don't you? Ja, das ist gar nicht so schwer. Aw, you remembered. Das war nicht schwer. All right, Big Shot. Let's see if you can answer this. Alter. I'll be surprised if you get this one. My birthday. Das spielen wir ja immer hier, Eden des Märzens, so. Yep, you got it. Das wird ja immer mehr zu Wer wird Millionär hier. So, I've been thinking. Do you prefer stability or spontaneity in your life? Ich glaube, sie will stability, oder? Oder a bit of both. Yeah, I suppose that makes sense. Ich glaube, bei ihr ist stability besser. I've got an idea. I'm gonna quiz you. It'll be fun. Natürlich. Okay, this one is super easy, but I'll ask anyway. What's my main hobby? Working out. Aw, you remembered. Ja, das ist nicht schwer. Gut, und dann drittes Date. I think that's an awesome idea. You ready? Das erste dritte Date heute hier an dieser Doppelfolgen-Donnerstag. Doppelfolgen-Donnerstag. Könnte man ja glatt einführen. Let's hurry. I don't want to be stuck in long lines all day. Und das ist das erste Mal, dass wir sie im Bikini sehen. Und ganz ehrlich, das ist, glaube ich, der realistischste Bikini, den ich bis dato gesehen habe. Okay, Talent. Ja, Talent. Das macht ein Setup für den hier und hier mit Doppel-Setup. Hier wäre noch gut, aber hier geht's gerade nicht. Ja, das hier, ja, ja. Talent schaut halt echt gerade ein bisschen bescheuert aus. Ja. Haha. Oh. Das war ein richtig guter Bonus. Sexuality Bonus, okay. Hier wäre halt gut, Grün reinzukriegen. Wir müssten den irgendwie tauschen durch irgendwas.
Aber es geht halt nicht, weil... Was ist denn den tauschen? So. Oder so? Hilf mir im Tauschen oder nichts. Okay. Ja, mit Music Shots gerade echt so ein bisschen schlecht aus. Genauso wie mit Sentiment. Okay, jetzt können wir hier den geilen Sexuality Match. Okay. Das ist nicht schlecht. Oh. Oh. Das hat natürlich gezogen. Sentiment gibt's gerade echt wenig. Das ist echt nicht gut. Wir haben zu wenig Sentiment. Nee, Sentiment ist echt gerade so ein bisschen für den Arsch. Grundsätzlich sind wir hier so ein bisschen am Arsch. Gefühlt. Nee, wir sind einfach gefickt. Alter, was ist denn das hier für eine... Wir müssen fast 1000 machen und das ist gerade echt schlecht. Das ist gerade echt schlecht. Was ist der Bullshit? Das lässt das rund... Oh, okay, das ist jetzt nicht so schlecht. Für die Moves dann gleich. Solange das irgendwie noch ein bisschen weiter runterfällt. Was ist offenbar nicht... Oh, doch, doch, jetzt. Fällt weiter runter. Nee, es fällt nicht weiter runter. Scheiße. Also nicht relativ zum Rest gesehen, doch. Jetzt wieder schon. Oh, wie machen wir das, dass das jetzt ein Triple Match wird? So. Also es ist kein Triple Match geworden, aber... Okay, wir brauchen eigentlich das hier. Oh. Scheiße, hier Musik reinzukriegen wäre natürlich der Obershit. Aber wie können wir mit zwei Moves, ich glaube so... Nein, habe ich nicht, habe ich ernsthaft gerade da den nicht gesehen? Okay, wir brauchen jetzt dringend Sentiment. Plus Moves. Sentiment plus Moves, sehr gut. Jetzt Sentiment zu kriegen wird allerdings echt nicht easy. Also wir können den irgendwie... Doch, wird gar nicht so schwierig. So cute. Ein Move ist jetzt nicht das Geile. Wir hätten hier... Ich hätte die Hairbrush verwenden sollen. Scheiße. Dadurch habe ich jetzt verloren. Wenn mich hier nicht jetzt noch irgendwas ganz groß rettet... Einmal Sentiment reicht absolut nicht. Ich kann nur hoffen, hier was zu machen, dass dann hier irgendwas runterfällt. Nein, Ende. Scheiße! Fuck. I think I deserve a little better than that, don't you? Ja, das war jetzt gerade echt nicht easy, weil es hat halt... Manchmal hat man halt echt Luck, dass... gerade Versuche runterfallen und alles und manchmal eher wirklich nicht. What was I going to ask you again? Oh, right. Are you good with money? Ja. I wish I could be more like that. I need to start saving for my future. Seriously. Gut, dann versuchen wir vielleicht das erste Date, also das erste dritte Date mit Tiffany zu haben. Sounds cool. Have a good one. Und mal wieder ist sie direkt hier auch in der Shopping Mall. Quasi, wir warten einfach kurz und auf einmal kommt die andere. Oh, hi. How's it going? Ja, gut. Soweit. Gut, bei ihr haben wir... Oh, doch. Decorative Pen und Megafon. Sehr gut. Und Twin's Tales oder sowas. Schauen wir mal. Achso, das ist das Twin Tails. Ist auch ein wahnsinniger Unterschied. Das wirkt nur ein bisschen messiger. Haben wir Long Hair eigentlich schon mal gehabt? Ich glaube... Haben wir Long Hair schon mal gehabt? Ich glaube, sie hat damit angefangen. Haben wir das schon mal gehabt? Keine Ahnung, jetzt haben wir das.
Gut, bei ihr wissen wir nur Hobby und Favorite Color nichts. Achso, Moment, wir müssen ja hier nochmal das Geschenk anschauen. Consume all the Power Token. Was sind nochmal Power Tokens? Was sind nochmal Power Tokens? Keine Ahnung, was Power Tokens sind. Aber ich glaube, bei ihr hier werden wir Flirtation sicher brauchen und sicher nicht Sexuality. Von daher Flirtation Tokens. Ich glaube, die hier passen so. Remove all broken hearts. The next match will... Ja, ich glaube, das ist schon gut so. Aktuell, wie wir es haben. Gut, achso, mein Profile, genau. 20 Mails, wir sind schon... Wir wissen Hobby und Favorite Color nicht. Okay. What do you want to know about me? Hobby oder Hobby? I really enjoy cheerleading. I've never missed a practice. Du bist die Cheerleaderin, alles klar. Something on your mind? Color. Pink all day. Not hot pink. I prefer like a light milky pink. Und wir wissen auch über sie. Also ich glaube echt, vor den dritten Dates werden wir so ziemlich alles erfahren. Sehr gut. Und los geht's. You betcha. You wanna get going? Wie alt sind wir eigentlich, frage ich mich gerade mal. Ich meine, die meisten von unseren Dates sind ja so um die knapp über 20. Also sind My wir wahrscheinlich auch so this. Knapp über 20. She's really into games. Kennen wir Niki? Nee, Niki kennt... Ah, doch, Niki. Na klar, Niki. Aber ihr beide kennt euch? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Okay, du willst das hier, gell? Ja, Moment. Ja, Flirtation, natürlich. Okay, das müssen wir irgendwo reinbringen, aber ich sehe gerade nicht wo. Sentiment erstmal ein bisschen. Oh, das ist gut. Ist das auch nicht so schlecht? Das ist auch nicht schlecht. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit für das. Genau. Jetzt das. Das ist gerade deutlich angenehmer als gerade. Zwar deutlich. Aha. Doch. Sentiment haben wir inzwischen einen guten Vorrat. Sexuality ist nicht so ganz ihr Ding, aber... Hey, eben das seine. Das bringt immerhin etwas und... Wobei doch, wir können das hier machen. Hier, weil sie... Dort, nee, scheiße. Das schaut gerade hier nicht so gut aus. Also wir müssen hier in der Gegend noch was machen. Damit das hier vernünftig wird. Noch mehr. Hier ist kein Sentiment in der Reihe. Hier oben, das hier bringt leider nichts. Das hier bringt auch nichts. Hier ist auch kein Sentiment in der Reihe. Scheiße. Ja. Es ist gut. Wird immer besser. Na gut, aber dadurch fällt das runter und wir können den hier machen. Und dadurch können wir auch hier nochmal Sentiment absnacken. Und das hier wird uns nicht wirklich was bringen, außer das fällt hier ganz... Was denn? Nur hier fällt was runter? So in die Richtung? Flirtation bringt uns nichts, weil wir nicht da hinkommen. Scheibenkleister. Das heißt, wir müssen hier was wegmachen. Aber jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen... Ah doch, das hier können wir machen. Ja, und dadurch kommt außerdem das hier zustande. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Remove all broken hearts. Ich würde sagen, wir geben uns erstmal ein bisschen mehr von dem. Remove all broken hearts. All flirtation. Das ist ganz gut, ja. Okay, wenn wir... okay. Sentiment, ja. The next broken. Consume a select row. Ich glaube, das ist gerade gut. Ich weiß schon, welche. Ich nehme die hier.
Oh, das war sehr gut. Nice! Sorry, falls es eure Ohren immer zersteppert, aber klappt! You have got to be the coolest guy I know. Ganz genau so schaut's aus. Okay, erstes erfolgreiches drittes Date, sag ich mal. Wunderbar. Gut, neue Message from Q. Oh, weil wir das erste dritte Date wahrscheinlich geschafft haben, aber erstmal. Question. Natürlich. Do you still talk with any of your exes? Exes. Ich glaube, sie will eher Nein hören, oder? The sluts can get banned. Okay, den Wortlaut nicht. Well, that would require having had a girlfriend. Oh. I see. Na. Okay, ich dachte, Ehrlichkeit wird am längsten, aber nee. Okay, you are so close. Once your relationship with a girl is at 4 or more hearts, was jetzt hier mit ihr ist, there's a good chance you can pull her home after the next date. Take her out at night, though. That's the only way you're gonna pull it off. Okay, wir können jetzt hier nights halt nicht das machen, aber okay. Das heißt, das nächste Mal werde ich wahrscheinlich tatsächlich, also nächste Folge werde ich tatsächlich hier, das brauchen Zensur, mein Zensurmaterial. Zensur, nicht Zensur hier, Zensier. So. Gut, dann würde ich sagen, drittes Date mit Aiko. I see how it is. Wir haben nur wieder kein Outfit freigeschalten. Vielleicht schaltet man die Outfits auch noch auf andere Weise frei. Vielleicht muss man besonders gut dafür sein bei bestimmten Sachen, also hey hauptsächlich. There. You're still out. Isn't it past your curfew? Hey, du bist nur 28. Du bist wahrscheinlich 2-3 Jahre älter als ich, oder? Okay, Yumi, blablabla. Achso, Moment. Erstmal Gifts. Oh, Rubik's Cube habe ich auch einen. Ich kann ihn auch lösen, nur zur Info. Und nur, warum auch immer. Oh, shit. Now I have to get you something. So, Inventory. Okay, erstmal ihr Hairstyle. Aiko, du hast jetzt einen neuen Hairstyle. Sensual. Okay. Ah ja, genau, das war ja das vollkommen ridiculously. Ich meine, das ist auch nicht viel besser, aber February Air, okay. Genau. Jetzt Purchase Gift haben wir gerade. Trades wollte ich schauen, dass ich das hier nochmal ein bisschen upgrade. Ich möchte jetzt schauen, dass ich bei denen hier auf 5, also auf 5 komme und dann das hier nochmal ein bisschen. Die hier sehe ich echt nicht so. Das hier ist schon nicht so schlecht, aber ja, was wollte ich jetzt machen? Genau. Hier, Message von Tiffany. Hey, schau dir... Oh. Vielleicht brauche ich es schon heute. Hey, ich habe das hier für dich geschossen, du Perverser. Ich hoffe, okay. Ich hoffe, es war ganz okay. Es war hard to time right on my phone. Ich werde das wahrscheinlich nicht zensieren müssen, aber ich meine, what the actual fuck, einfach nur. Okay. Okay, also ich glaube, unsere Beziehung scheint sich zu vertiefen. Gott, jetzt komme ich hier bei jedem harmlosen Wort schon vor. Okay, wir wollen natürlich bei dir wieder schauen, Few Inventory, was du so magst und so. Sexuality, aber nicht Talent. Heißt Sexuality. Und der Rest Play ist ja quasi Standard. Der hier habe ich noch nicht verwendet, also vielleicht sollte ich den echt... Consume all Passion Tokens, aber increase the amount of... For Affection Token. Oh ne, wir haben hier ein neues. No tokens will be consumed as a result of a date gift being used for the remainder of the date. You'll still get the benefits, but the tokens will remain. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so gut, oder? Ich werde es mal versuchen.
Weil vielleicht ist es ja echt nicht schlecht, weil dadurch ja keine Gefahr ist, dass irgendwie Broken Hearts dadurch auch kommen, aber es kommen halt auch keine neuen Dinge. Okay, Profile, jetzt hier Date. Professor Gambling, Autumn, Mintgreen, Yumi, blablabla. I've been wondering something. What do you usually do when you can't think of anything else to do? Okay, Videogame ist glaube ich nicht gut. Leon the Frog, Contemplate, Crank One Out. Really? Me too. I thought I was just weird. Heißt es das, was ich glaube, was es heißt? Und ist das das, was uns Tiffany quasi gerade geschickt hat? Dann ist es überrascht es mich echt, dass es das Richtige ist, aber... Let me ask you something. What's your most fucked up sexual fantasy? Chained and dominated? Moment, ist sie nicht eher so der dominante Typ, oder... ist sie nicht so der dominierende Typ eher... kann man hier leider nicht gut rauslesen. Aber sie mag Gambling, weiß ich nicht. A threesome, no, a foursome, as many girls as you can fit on one bed, okay. I always wanted to try the golden shower. Ich habe keine Ahnung, was sie gut finde. Ich glaube, sie war der dominantere Typ, oder? That can be arranged. Okay, war sie, Gott sei Dank. Yes. Okay, Birthday wissen wir, glaube ich. Hotel wissen wir definitiv. Last Name wissen wir auch definitiv, also... I'm sure you'll forget anyway, but it's November 9th. Okay. Okay, November 9th. Also nur noch Education und Hangout. Okay. Gut, dann drittes Date. Hey, as long as you're paying. Okay, und ich glaube, das ist das erste, dritte Date mit... Erste Date mit über 1000 Punkten. Outdoor Lounge, okay. Is this where you take all the girls, huh? Ja, über 1000 Punkte. Und du willst Sexuality. Aber nicht Talent. Das Abbrechen, also das Brechen ist, glaube ich, gar nicht so gut. Das ist zwar nicht so gut, aber dadurch kann ich den hier machen. Und den hier auch noch. Also das war schon rückwirkend betrachtet gar nicht so schlecht, dass ich das ein Vor allen Dingen, so Doppelmoves können ja nie schaden. Das hier, doch, ist egal, weil ich kann den hier machen. Okay. Das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Sexuality. Oh, Sexuality. Damit muss ich was machen, aber das... Scheiße. Wobei, doch. Ah, doch, ja. Ja, sehr gut. Ah, das willst du ja nicht so. Okay, nein, Moves, Alter. Wir sind echt nicht gut dabei gefühlt gerade. Oh nein, oh doch, okay, das war jetzt nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Das hier ist zwar nicht gut, aber wir müssen hier unten irgendwas machen, damit hier wir die Glocken hier zusammenkriegen. Also von daher passt das schon. Okay. Okay, das war natürlich sehr nice. Sexuality haben wir aktuell nicht viel on the grid. Consume a select row. Wir haben keine... Das sollte ich mir aufheben für, wenn zwei Glocken in einer Row sind. Das hier könnte man mal als so... Weil das bringt mir auch nichts, wenn ich mir das einfach nur aufspare. Ja, okay. Scheiße. Scheiße. Das ist jetzt nicht so toll alles. Das ist alles nicht so geil. Sentiment, aber es bringt mir jetzt nichts. Wir müssen jetzt einen Move rauskitzeln oder den hier machen. Mr. Moneybags over here. Gut, das hier könnte natürlich mir jetzt hier dann gleich helfen, aber ich weiß nicht, ob es mir rechtzeitig hilft. Ja, das ist wieder derselbe Move. Oh, das ist ein guter Move, glaube ich. Ah, wir müssen hier irgendwie tauschen oder so. Nicht das Wahre. Wir haben hier eine Glocke. Ah, nee, aber. Doch, wir machen den hier.
Okay, jetzt machen wir, okay, wie machen wir das jetzt? Wir machen 4 Moves, okay. Wir müssen dies hier eins runterbringen. Wir müssen hier irgendwas konsumen. Das ist nur leider nicht gut. Das bringt nichts. Das hier aber... Nee, das teilt die wieder auf, aber... Jetzt ist sie wieder so aufgeteilt. 2 Moves. Okay. Consume a select row. Hier ist 2-mal Sexuality und 1 Move. Hier ist 1-mal Sexuality und 2 Moves. Ich sag mal. Ja, sicher, das bringt keinen Move. Ich dachte, das bringt die Moves. Okay, das ist jetzt natürlich schwul. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, wir müssen den hier machen und jetzt... Oh Gott. Bitte. Nein, 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 nein. Doch, doch, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sentiment. Okay, scheiße, 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 scheiße. Ein Move. Remove all broken hearts. Beautiful! Was? Remove all broken hearts stand da gerade. Es hat nicht alle broken hearts removed. Willst du mich verarschen, Spiel? Hoffen, dass da neu... Da stand remove all broken hearts. Und es hat nicht all broken hearts removed. Boring. Es hat nicht alle broken hearts removed. Was ist das für ein Was? Moment, ich schau mal, das ist nochmal an. Ist das nicht Remove All Broken Hearts, der Teddy? Hab ich mich verschaut oder habe ich... Hä? Hier. Remove All Broken Hearts from the Grid. Was ist das für ein Bullshit? Was? Na gut, dann F you. Let's find out if you've actually been listening to me. Do nach you remember so einem how Date. Old I said I was? 28. Alright, alright. You got lucky this time. Ja, immerhin ein bisschen Kohle gemacht. Gut, dann Girlfinder als nächstes. Lola mal wieder. Oh, really? Ich hab echt gehofft, dass wir das hinkriegen. Ich hätte auch... Wenn es mit Lola nicht klappt, versuchen wir es noch einmal mit Kiana, so. And how are we doing this morning? Nö. Also das schaut wirklich sehr ridiculous aus. Da lieber eins von den beiden. Komm, nehmen wir das hier. Damit wir nicht das Standardteil nehmen. Gut, allerdings Store. Du hast leider nichts richtig geiles Pilot-Dings. Okay, und ja gut, das brauchen wir nicht. I have always wanted one of these. Profile 24 Tea Café. Okay, okay. Alright, answer me this. What does the perfect date look like to you? Outdoor. Du bist Outdoor-Typ. Yes, that's exactly how I feel. Weil you're going to go out, do something fun. Weil bei der einen Sache hat sie gesagt, ich bin nicht so ganz der Outdoor-Typ und sie war gleich ganz pissed. What's cooking, good looking? Main Hobby, Study, Color. Baby blue, just like my work uniform. Okay, das ist eine gute Brücke, die du direkt für mich geschlagen hast. Und ich würde sagen, ach so, Moment. Erst nochmal, du bist Romance, aber nicht Talent. Deswegen Romance. Moment. Achso, ja, Romance. Aber ich glaube, Romance haben wir leider noch nicht. Romance haben wir noch nicht so wirklich. Das ist halt ein bisschen blöd. Consume all the Power Tokens. Aber Power Tokens ist nicht Romance, oder? Ich werde einfach mal versuchen, was zur Hölle das ist, weil das hier scheint mir auch nicht... Result of Date Giving. Ja, nee, ich glaube, das wird mir nicht so helfen wie das. Okay. Okay, sounds great. Third Date mit Lola. Hoffentlich kriegen wir das zumindest heute noch hin. Third Date mit Lola. Komm, ich bin jetzt echt angefixt. Ich will heute noch mit einem... You've gotta love that fresh morning air. Okay, das ist ein cooles Outfit.
Okay, du willst leider nicht Talent, aber das ist eine Viererreihe direkt zu Beginn. Ich will mal die übersehen lassen. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Das war der übergeile Shit. Glaube ich. Du willst Romance. Dann kriegst du Romance. Willst Romance? Du kriegst Romance. Okay, leider waren da Broken Hearts dabei, aber... Oh, Sexuality hier. Ja. Oh, da habe ich gerade kurz gedacht, ich habe da nicht aufgepasst. Okay. Ich werde mein Maul halten. Ich werde mein Maul halten, bis wir es haben. Diese Herzen, die geben ja, glaube ich, einen Dauerbonus auf alles. Von daher ist es schon nicht schlecht, die hin und wieder mal zu konsumieren. Ach, scheiße, nein. Jetzt wäre das hier natürlich die Bombe. Aber wir können hoffen. Leider nicht. Egal. Sexuality ist okay. Das hier wird das aber nach unten bringen. Das ist schon nicht schlecht, weil... Consume all the power tokens on the grid. Ich will wissen, was das heißt. I'll give you a second to realize why that's a bad idea. Sind das die doppelten? Remove all broken heart token from the grid. Das hat ja letztes Mal nicht so gut funktioniert, aber ich werde es trotzdem machen. I absolutely love it. Na klar, jetzt funktioniert das auf einmal. Good. Jetzt funktioniert es natürlich plötzlich. Jetzt funktioniert's. Ist ja normal. Ist ja vollkommen normal, dass es jetzt auf einmal funktioniert. Okay, drei Moves. Das heißt, wir sollten jetzt... Dinge machen, genau. Consume all sexuality haben wir nicht. Consume select row broken heart. Das ist gut, wenn in einer Reihe sehr viele Romance sind, aber das sind sie aktuell nicht. Von daher glaube ich, ist das sogar noch besser und mehr Moves. Aha. Aha. Aha, okay. Vier Moves, wir haben es fast. Ich werde mich jetzt nicht mit sowas verschwenden. Du magst Talent nicht. Also alles außer Talent, mehr oder weniger. Zum Beispiel ein bisschen Flirting. Ich mache das jetzt ganz safe. Ich mache das jetzt ganz safe. Gibt es irgendeine Reihe mit zwei von den Dingern? Nein. Aber hier ist zumindest viel Sexuality dabei und außerdem noch das und... Gott sei Dank, endlich funktioniert mal was. Oh, haha, Hochgefühl zum Schluss nochmal. Well, you know how to show a girl a nice time, I'll grant you that. Und das, wisst ihr, was das außerdem heißt? Nächstes Mal werden wir wahrscheinlich auch mit einem ersten Mal leicht anzüglichen Foto von Lola anfangen. Sehr gut, Tennis-Dress-Outfit. Oh, das war gerade Tennis-Dress. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass das ein Tennis-Dress sein soll. Oder ist das, haben wir was anderes freigeschaltet? Nee, Tennis-Dress. Ja, gut, so ein bisschen wie Tennis-Dress schaut's aus, gebe ich zu, aber... Naja. You know what I'm kind of curious about? Na? What motivates you to get up in the morning? This young of... Oh, das ist echt kitschig. Aber sie mag ja Romance, glaube ich nicht, oder? Doch, sie mag Romance. Nice try. Ja, bisschen zu romantisch, gell? Gut. Okay, dann würde ich sagen, wir haben mit Lola und Aiko, mit Lola und Tiffany schon geschafft. Wir versuchen jetzt nochmal Kayana. Okay, I should really be going soon too. Allerdings, wie gesagt, erst im nächsten Part und jetzt bin ich gespannt, ob was von Lola kommt als Message. War gerade Game Save.
What can I do for you? Kommt noch nix, aber das macht nix. Nächstes Mal, wir haben gut Kohle, wir haben nicht allzu viele Punkte. Ich glaube, Trades können wir aktuell nicht machen. Wobei, jetzt schauen wir mal. Maximum Passion. Nee. Chance of generating a power token increases for 4-of-a-kind match and 80%. Wobei, vielleicht ist das echt nicht so schlecht. Ich gebe dir mal so ein bisschen was. Schau mal einfach mal, was das hier uns Luck... Vielleicht bringt uns Luck echt was. Muss ich nächstes Mal wahrscheinlich eh machen, weil das natürlich nicht speichert. Egal, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Morgen dann wieder mit einer Folge Hunipop. Aber ich bin... Scheiß drauf. Und wenn ich 100 Parts von dem Spiel mache, ich will bei allen 5 Herzen haben. Ich will das Spiel durchspielen. Das Layers of Fear kann nach Sekiro kommen. Ich glaube, das hier werde ich den ganzen Sommer durchspielen, weil ich einfach so angefixt von dem Spiel bin. Das Spiel macht echt süchtig. Hoffentlich nicht nur mich, sondern auch euch, oder zumindest, dass es euch Spaß macht, wenn ihr mich hier failen seht und rätseln, weil es ist inzwischen echt eine Mischung aus einem Rätsel, Candy Crush und Wer wird Millionär mit Date-Fragen. Ja, und bis zum nächsten Mal würde ich aber sagen, verabschiede ich mich und bis dahin sage ich Tschüss, Leute!